So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Minecraft Exit. Und heute bin ich mal wieder alleine und ja, bevor es hier losgeht, machen wir gerade unser Feld hier weiter. In der letzten Folge habe ich, glaube ich, gesagt, wir gehen in wir gehen in die Höhle und dann versuchen wir mal das Dungeon, würde ich sagen. Also wäre so mein Vorschlag, ne? Jo, ansonsten hat eigentlich mein anderes Video sehr gute Resonanz so bekommen, finde ich. Also war eigentlich sehr zufrieden mit der Resonanz davon. Wenn es euch auch so gefallen hat, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder was auch besser gemacht werden kann, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich suche ja immer Themen, über die ich auch reden kann oder was ich auch besser machen kann. Es wäre sehr nett, wenn ihr sowas in die Kommentare schreiben könnt, dass ich auch weiß, aha, das kann ich jetzt so verbessern. Und ja, ist halt was Wichtiges, was... okay, so. Was halt jeder irgendwie für seine Verbesserung und so braucht, ne? So machen wir gerade mal, so. Ich würde sagen, das erste Mal ist... Das erste Mal ist angesagt, Eisen suchen und jetzt... Boah, jetzt werbe ich mit dem Facebook voll, ich hab's nicht auf Beschäftigte gestellt. So, ihr seht die Folge morgen und ich nehme sie gerade um 1 Uhr auf, weil ich sonst keine Zeit habe, weil ich ganz arbeiten bin und klar. Sprich, ihr seht die... Ich nehme sie früh morgens auf und ihr seht sie halt am Tag. Ja. Und wer schreibt mir um die Uhrzeit bei Facebook? Es ist gerade 1.34 Uhr, wisst ihr? Und da spammen diese hobbylosen Kinder ein voll. Also, wenn man, kein Leben hat, ja, also... Ja, keine Ahnung, also... Ich muss niemanden um 1 Uhr nachts auf Facebook halt zu spammen, so. Ey. Ey, du. Hey, Halla, wieso will das... Ah, jetzt. Ah, schleckere mal. So, dann gehen wir gerade da oben wieder in die Höhle rein, holen uns die Rohstoffe, was da drin waren. Ja, bei uns läuft, oder? Ja, so. Wenn ihr auch mal irgendwelche Hintergrundmusik-Vorschläge habt, ne? Dann mir in die Kommentare schreiben, ich mache es gleich mal mein Facebook aus, wenn es nochmal so weitergeht, ne? Weil das... Nee, das gebe ich mir nicht. Das ist No-Go. Ja, Kohle... Das mache ich nicht mit der Dings, das mache ich mit der Steinspitzhacke weg. Ich gebe doch dafür nicht mein Eisen aus. Niemals. Never ever. So. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir räumen damit unser Inventar auf, da die ja irgendwann kaputt geht und. Ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, ja, wie gesagt, ich brauche Themen, über die wir quatschen können, so bei dem Let's Play hier. Weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen einseitig, aber ich habe ein Thema. Ich habe so ein wichtiges Thema. Was haltet ihr eigentlich so von Hauspartys, Bitches, also die klassischen Bitches bei so einer Hausparty und Co. Ist jetzt mal meine Frage so an euch, also an die jüngeren Zuschauer so oder an die Jugendlichen so, ja, wie in meinem Alter so. Wir gehen ja oft auf Hauspartys so im Normalfall, ja. Und da ist halt das andere Geschlecht, also das weibliche Geschlecht. Mir geht's mal von ihm aus, ja. So ein bisschen offener meistens, ja. Also meistens. Ist nicht immer so. Ich sage jetzt nicht, dass es immer so ist, aber ist halt ein, ja, ist halt ein bisschen offener. Und was haltet ihr davon? Findet ihr das eher gut oder findet ihr das eher voll die Bitch, mit der will ich nichts zu tun haben oder so? Also, sprich, findet ihr das besser so, dass man so leicht an Frauen bei so einer Hausparty kommt oder nicht? Ist jetzt mal so meine Frage an euch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder einfach mal für euch beantworten. Hm, wie finde ich das eigentlich? Finde ich das geil, wenn mich so anbaggern oder muss man sie doch noch irgendwo erobern? Oder sollte man sie doch noch irgendwo erobern? Ist jetzt mal so eine Frage an euch, weil das geht mir einfach so durch den Kopf, wie ihr das so denkt, weil ich denke so, ich will eine Frau lieber so ein bisschen, naja, was heißt erobern, aber ich will die halt ein bisschen, ich will die halt nicht so leicht bekommen und lieber, im Normalfall, ja, als durch eine Hausparty mit Ficken und so. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ganz ehrlich, ich habe es auch schon gemacht. Ich gehe es einfach mal zu jetzt, ja. Aber ich finde es irgendwie... Nee, ich weiß nicht. Es widerspricht sich bei mir irgendwie so. Keine Ahnung. Also, ist einfach nicht meins. Aber ich glaube, das ist jeder anders. Und darin ist jeder anders. Und ja, kann man nicht groß was sagen dazu, ne? Also finde ich jetzt so. Boah, scheiß Dreckscreeper. Wichser. Oha, Alter, was ist denn hier los? Wir sind ja voll in der Höhle, ne? In so einer... Alter. Wow.
Was ist denn hier, ey? Ich weiß auch nicht, die Minecraft, die Hexits-Leute haben auch irgendwie keine Hobbys, ne? Oh, Knochen ist immer gut. So, wen holst du das ganze Eisen, weil ich will mir eine Rüstung langsam bauen. Und ja, so. Da oben komme ich nicht ran, ist mir jetzt auch egal, weil so wichtig ist dann für uns Eisen dann doch nicht, weil langsam müssen wir eher dann, wenn wir die Rüstung haben, auf Diamantjagd gehen und ja. Oh mein Gott, Schneebälle. Oh ja. So. Dom, dom, dom. Und wir wandern ja zurück. Mein Gott, ne? So wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir labern können, was euch auch interessiert, oder Fragen an mich, gerne in die Kommentare, weil ich meine, YouTube ist auch irgendwo eine Plattform, wo man sich gegenseitig austauscht, ja. Und ich meine, das hat auch was mit Austauschen in der Art zu tun und Fragen zu stellen oder sagen, wie läuft's bei dir da so, in dem Sinne, ja, ist, sehe ich kein Problem mit und, oh, ist das da geil, ne? Alter, guckt euch das mal an. Screen, Screen, Screen. So. Leute, unser nächstes Ziel, wo wir hingehen, ihr wisst wohin, ne? Ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, wovon ich da rede, hä? Alter, wie geil, ne? Ich glaube, das ist nämlich als Thumbnailer, wie das Ding heißt. Ich glaube, das könnte das werden. Mal schauen. Weil ich brauche eh ein neues und ich glaube, da habe ich dann schon ein gutes. Nein, Zombies, I hate you, I hate you. I hate you, I hate you. So, wir müssen irgendwo da runterkommen. Oder irgendwie, Entschuldigung. Oh, habe ich halt Sprachfehler, ne? Bam, 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 bam. Kleiner Drecksack. Schnell abhauen, Mann. Wir werden sonst gebumst. Und das ist beidseitig. Breitfüßig. Habe ich keine Lust drauf. Ich will nicht beidfüßig gebumst werden. Das finde ich nicht so geil. Nein, aber eigentlich läuft bei uns hier bei Hexit. Wir müssen jetzt langsam mal in die Dungeons kommen. Ich habe echt mal Bock auf so einen Dungeon, weißt du? Und das müssen wir irgendwann mal hinbekommen. Also, oh, Hexical. Ha, ha. Ha, ha. Yes, Mann. Ey, läuft, ne? Ich glaube, ich habe schon so viele von denen übersehen, aber... Ja, ist halt so. Passiert halt im Krieg. Och, nö. Wow. Wow, 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 wow. Also ich bin dafür, dass wir uns gleich mal einbuddeln, ne? Wenn es so weitergeht. Wo haben wir uns nochmal niedergelassen? Hier irgendwo, ne? Fette Hure, bleib stehen. So ein Schokopo könnten wir jetzt auch mal machen. Verpiss dich. Verpiss dich. Hä, irgendwo waren wir doch hier, ne? Bin ich jetzt gerade... Oh, nee, ne? Nicht von diesen Türken. Oh. Oh, schlaf, schlaf, schlaf. Schlaf, ohne dass ein Creeper kommt. Oh yes, Brand. Wow, gleich zwei Stück, ne? Yo! Übertreiben kann man es auch ein bisschen, also. Mein Gott, ne? Ey, ich hab diesen. Nein, und mein Feld. Oh, nee, ey. Halt's Maul, scheiß Zombie. Hey, fucking Mann. Ey, unser Feld. Mein Gott, such dir Leben, du scheiß Zombie. Meine Fresse, ne? Die sind so aufdringlich, diese scheiß Viecher. Kriegt nix, gibt nix. Wir kaufen nix. So. Mein Gott, ne? Ist echt manchmal schlimm mit diesen Viechern, ne? Fuckt mich ab. So.
Leute, echt, ist zum Kotzen, ne? Kann ich euch sagen, ist echt zum Kotzen. Weißt du, man nimmt so schön auf und dann man denkt sich nichts dabei. Oh, puff, und dann geht alles in die Luft. Ja, es ist dead. Egal, komm, wir pflanzen es einfach mal an. Was haben wir denn schon zu verlieren? Verpiss dich, genau. Ey, ihr könnt uns eigentlich ein Diamantschwert machen. Vier Diamanten läuft bei uns, ne? Hexe. Oh, unser Inventar ist voll. So, das könnte ich nehmen. Das könnte ich nehmen. Das könnte ich nehmen. So. Raus mit dir. Rein mit dir. Nein, das mache ich gerade, Alter. Ey. So. Haben wir Knochen, 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 Knochen. Sechs. Oh, geil, sechs Knochen, ne? Richtig geil. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Oh. Na, so. Hohoho, geil. Oh, okay. War doch nicht so schlau, ne? Egal, Jodo, was soll es denn? Oh, ich habe keine mehr. So, bam, bam, bam. Ja, ich rede gerade nicht viel, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, ich weiß auch nicht wieso. Mein Gott, ne? Ja, ich weiß, ich bin auch behindert und bla, ja. Ich kann ja alles schön nachvollziehen, so ist es ja nicht. Nee, wir lassen es mal dran. Wir lassen alles mal dran. So. Was aber fertig ist, ist das. Ja, wir müssen uns mal ein Haus bauen, würde ich sagen. Häusle bauen. Häusle, Häusle, Häusle. So. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. So. Ich will die Folge heute auch wieder nicht so asi lang halten, weil ich bin richtig, richtig kaputt und müde. Könnt ihr gar nicht. Könnt ihr euch gar nicht glauben. War heute echt ein Tag aller Arbeiten. Also erstmal arbeiten, ja. Nee, Spätschicht. Von 11:30 Uhr bis 20 Uhr. Dann zu einer Freundin. Ein bisschen gechillt bei der. Fernsehen geguckt, Film geschaut. Ja. So, und mal wieder ist meine Aufnahme abgestürzt, aber kein Plan, wieso. Deswegen, ganz kurzer Bestattungsbericht. Wir waren da hinten in den Dungeon drin, haben die ersten zwei Kisten aber nur ausgeräumt, zum Glück, ja. Und, ja, weil es nichts Besonderes, wir haben richtig viel Essen aber bekommen von dem Dungeon. Ich habe mir die Eisenrüstung gemacht, ich weiß nicht, ob das noch in der Folge dabei war. Und hier halt die Sachen, eigentlich nur Essen war es, was wir in dem Dungeon bekommen haben. Und glaube ich, da war ein Creeper, wo die Truhe explodiert ist, und da war auch irgendetwas drin, aber jetzt irgendwie nichts Weltbewegendes, was ihr jetzt hier so unbedingt dabei sein musstet, aber ich meine, sowas kann immer passieren, dass die Aufnahme abstürzt. Es war jetzt schon mehrmals bei nee, nicht bei Hexe, bei Fiete passiert, aber ich meine, was willst du machen, ne? Ja, keine Ahnung. Manchmal kracht die einfach bei mir ab, ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie mag die mich nicht, vielleicht. So, dann legen wir es ganz schön mal in das Heilerbettchen. Ja, wie gesagt, wir waren in dem einen Dungeon drin, wirklich nur in dem ersten Raum. Und da haben wir einfach das gefunden. Ist jetzt nichts irgendwie, was man sagen kann, oh, du hast es ohne uns gemacht. Nein, habe ich nicht. Also, wenn ihr sowas denkt, ich habe das jetzt wirklich. War jetzt einfach scheiße irgendwie. Ist jetzt einfach blöd gelaufen, aber. Sollte es, glaube ich, nicht das Problem sein, oder? Wegen sowas. So, brauchen wir nicht, brauchen wir gerade nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber doch, 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 brauchen wir. So. Brauchen wir auch nicht. Doch, brauchen wir. Brauchen wir. So. So, dann hauen wir uns jetzt mal was rein. Und ab ins Dungeon, würde ich sagen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall in der Aufnahme machen.
Alter, zum Glück habe ich ja auch, oh, zum Glück habe ich es gemerkt, ne, dass es abgekackt, dass es abgekackt ist, weil wenn es abkackt, macht es einfach nichts. Entschuldigung. Das macht einfach nichts. Man merkt es einfach gar nicht und man spielt dann einfach und er labert, da ist ja voll im Laberfluss, ja. Hab's gar nicht gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. Ja, wie gesagt, zum Glück habe ich das irgendwie noch gemerkt und die Aufnahme läuft jetzt wieder. Oh, wir müssen dahin, ne? Ja, war jetzt, wie gesagt, nichts Weltbewegendes, was ihr verpasst habt. Sag, glaube ich, Creeper, wo da explodiert ist und zwei Skelette, wo da ein bisschen Rabau gemacht haben, aber jetzt nichts irgendwie. Boah, ey, du hast ohne uns das gemacht. Nein, habe ich nicht, du Drecksack. So. Spawner abbauen. Okay. Ja, ich würde sagen, ein. Okay. Ach so. Ja. Verpiss dich. Wow, 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 wow. Ha, 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 ha. Was für ein Dungeon. Ha, ha, ha. Okay. Oh, oh. Alter Falter, ne, was da alles spawnt gleich. Das spawnt ja die ganze Community, Alter. Brutal. Wow! Alter! Ne, da kann ich never mit der Ausrüstung hier rein. Aber ich will die Sachen haben. Ich will die haben und die holen wir uns diese Folge noch. Es ist mir egal wie. Boah, ey, gell. Alter, was da drin ist, ist nicht normal. Das ist schon abnormal, ne? Alter, was da spawnt für die zweite Etage oder dritte Etage. Geht mal gar nicht. Viel zu viel. Vor allen Dingen 4 Spawner aufstellen für so. Nee, muss leben wir, Mann. Unser Platz ist doch irgendwo hier, ne? Hallo. Hi. Hä? Irgendwie verliere ich den immer, keine Ahnung wieso. Nee, hier ist er irgendwo. Da, 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 da. Irgendwo da, da, da. Hä? Bin ich jetzt gerade irgendwie voll behindert? Ja, Dumme, das bist du. Richtig erkannt. Dankeschön, mein Selbstgewissen. Nein, aber wie gesagt, wir brauchen Themen, über die wir labern können, weil ich habe jetzt echt keinen Plan. Ja, ich könnte jetzt über Gott und die Welt reden, aber im Endeffekt interessiert es keinen, ja, weil. Also mich würde es auch nicht interessieren, sag ich jetzt ehrlich, wenn ich über Gott oder die Welt reden würde. Dann würden die ja, dann denkt ihr ja, Alter, was ist für ein Nerd, ja? Alter, da schalte ich sofort ab, das gucke ich doch nicht, so ein Kack ziehe ich mir nicht rein, ja. Also sag ich jetzt ehrlich, ich würde sagen, nee, sorry, aber so ein Kack ziehe ich mir jetzt nicht hier nicht rein, wie der da über Gott und die Welt redet. Das geht gar nicht, ja. Was ich aber auch irgendwie verstehen kann, ich meine, wer will das schon hören, ja? Vor allen Dingen mein schlaues Gelaber will eh niemand hören, ja. Wo ist denn jetzt? Oh, wir haben gar kein Eisen. Na egal, Stein sollte es auch bringen. Bam, 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 bam. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt gleich noch eine zweite. Bam, bam. Bam, bam. 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 So. Und dann gehen wir gleich wieder zurück in dieses fette Monster-Dungeon. Ist halt scheiße, weil wir haben noch keine richtige Rüstung. Wir brauchen einfach eine gescheite Rüstung, um da reinzugehen. Und ein gescheites Schwert vor allen Dingen. Ein Diamantschwert. Das ist was ganz Wichtiges. Oh, wir machen Rohstoffe, gell? Die müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie farmen. Egal wie. So, wartet mal, ich glaube noch eins runter, ja, so. Aber, da ich hier schnell wieder raus will und hier nicht irgendwie vergammeln will und warten, bis ich sterbe, baue ich mir hier immer gleich einen Gang raus, ne. Nicht, dass es hier irgendwie, ja, ihr wisst ja schon, was ich meine. Alte. Wow, okay, okay, okay. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Okay, wir sind auf der falschen Seite. Von diesem Monster. Dungeon. Dungeon. Le Dungeono. So, dann gehen wir gerade hier runter und. Ah! Ah!
Oh Gott! Ah, verpiss mich! Ah! Ah! Halbes Herz! Läuft! Oh! Wow! Wow! Nein! Alter! Alter, übertreiben kann man es auch, ne? Ey, das Dungeon ist einfach eine Nummer zu stark für uns, sag ich ganz ehrlich. Das da hinten würden wir, glaube ich, hinbekommen. Das, sage ich mal wieder, ist im Machbaren eigentlich. Für das Ganze. Ich sag's da, slappen wir jetzt einfach mal hin oder steppen hin und, da gucken wir nochmal rein, auf jeden Fall. Wenn ich, ey, YOLO ist doch egal, wir brauchen einfach erstmal ein paar Rohstoffe. Deswegen würde ich sagen, nächste Folge auf jeden Fall, egal ob wir es nicht wollen oder ich nicht will, Höhlentour ist angesagt, dass wir hier was finden. Und nach der Höhlentour auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Dungeon. Ich meine, in der ersten, naja, okay, es war keine Staffel, also ich nenne es nicht Staffel, ja. Aber in den ersten Folgen hatten wir so eine geile, epische Welt, nur irgendwie hatte ich da am Anfang gleich viel zu viel, was einfach dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, ja. Und mir muss das letzte Jahr Spaß machen, ohne dass es mir keinen Spaß macht, mache ich es nicht weiter. Weiß aber, glaube ich, jeder, dass ich dann nicht weitermache und ich meine, wer ist so behindert, machen Let's Play weiter, das ihm gar nicht gefällt. Nein, das mache ich gerade, fuck. Wow. Okay, hier ist es doch sehr pornohaft, ne? Okay, 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 okay. So, wo geht's hier lang? Ich raff's gerade irgendwie nicht. Ich glaube da rein, ne? Irgendwie oder da? Nee, da ist es, geht's nicht rein. Habe ich Fackeln dabei? Okay, hier ist nix. Hier auch nicht. Hier aber. So, danke schön für deine Herzen. Das ist Survival. Oh, eine Truhe. Ah, Eisenstiefel. Geilomati. Schumalacha, Mama. Geil. Geil, jetzt läuft der uns auch langsam. Also es wird, ja, es wird. So, Goldschwert ist nicht gerade das Besondere. So. Irgendeine Falle. So. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist hier noch irgendwas? Nein, okay. Wird spannend, ne? Wird spannend. Keine Ahnung, wieso da Druckplatten sind, gell? Also, wenn ich irgendeine Monsterfalle dappe oder wenn es eine ist, mir bitte in die Kommentare schreiben. Bitte, bitte, bitte. Ah! Ah! Ein Zombie! Ein Zombie! Oh mein Gott! So, dann laufen wir gerade wieder hier zurück, nämlich den Weg, wo wir gekommen sind, genau. Weil damals, oha, hier lädt die Weltwende nicht, die Junks sind am Arsch. Gehen wir gerade mal hier zurück. Fucking Creeper. So, oha, mein Eisenschwert ist fast kaputt. Ah! Ah! Okay, okay, Leute, okay, okay. Okay, okay, hier wird's nochmal richtig brutal. Und ihr seht, hier geht's die Post ab. Wir machen dann gerade die nächste Folge weiter und schauen, wie es hier ausgeht und was wir hier noch so finden. Ich hoffe, ihr schaltet dann die nächste Folge wieder ein. In einem Tag oder zwei Tage kommt die dann, wie immer, so alle zwei Tage. Und ich sag tschüss. Und da hinten ist ein Dungeon, ich sehe es schon. Okay, wir haben hier richtig viel zu tun, deswegen sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ne?